Ralf Neff, heute bei Sportfan TV im Zielcenter. Du hast deine Saison 2011 müssen abbrechen wegen einer Rückenverletzung. Darum die erste Frage, wie geht es dir? Ja, es geht mir eigentlich gut. Ich bin seit 2 Monaten jetzt wieder im Aufbautraining für die neue Saison. Es beinhaltet eigentlich auch sehr viel Koordinationstraining und Krafttraining halt für meinen Rücken, dass ich die Rückenprobleme, die ich da ja auch hatte, dass die nicht mehr werden kommen. Und so wie es jetzt ausgesagt, bin ich eigentlich auf einem guten Weg und sehr intensiv am Trainieren. Und nebenbei, wie haltest du dich denn sonst noch fit? Ja, ich bestreite eigentlich seit einem Monat etwa die ganze Radquersaison in der Schweiz. Und ja, da läuft es eigentlich auch immer besser. Das erste Rennen war ich noch 15. Und letzte Woche konnte ich schon das erste Mal aufs Podium steigen. Und das Highlight für mich wäre dann eigentlich da, das Rennen in Busnang im Kanton Thurgau am 2. Januar, wo eigentlich für mich so ein bisschen der Höhepunkt wird bilden von der Radquersaison, bevor ich werde auf Afrika abfliegen. Das erste Mal dann ins Trainingslager. Okay. Wie sieht denn jetzt das Ganze im Hinblick auf London aus? Was sind da deine Pläne? Ja, London ist bei mir sicher irgendwo präsent, aber ganz klar im Hinterkopf, weil die erste Priorität hat, dass ich zurückkomme in die Weltspitze nächstes Jahr. Das sind die ersten Weltcups, die dort für mich zählen werden. Es ist Ende März und das ist momentan mein Hauptziel, dass ich dort wieder in die ersten 5 hineinfahren kann, dass ich überhaupt für die Olympiade in Frage komme, weil in der Schweiz haben wir die komfortable Situation, dass wir etwa 10 Fahrer haben für ja, einen Olympiastartplatz. Und von denen 10, zu denen zähle ich mich auch, sind 5, die die Medaille holen in London. Aber das Problem ist halt, dass wir nur 3 Plätze haben. Also das Maximum an 3 Plätze haben wir Schweizer. Und ja, da müssen halt 7 Stück daheim bleiben. Und ich glaube, in jedem anderen Land wäre ich auch mit meiner Rückenverletzung noch ein Olympiakandidat gewesen. Dieses Jahr, aber in der Schweiz natürlich nicht mehr. Und zuerst muss ich jetzt versuchen, wieder eben mich an der Weltspitze zu etablieren. In den ersten 4 Qualifikationsrennen, das sind die Weltcuprennen nächstes Jahr. Und dann kann ich dann meine Ziele definieren für nächste Endesaison, für Olympiaden und Weltmeisterschaft. Dann wünschen wir dir jetzt schon mal alles Gute, wir von Sportfan. Und wir sind dann auch dabei, wenn du am 2. Januar in Thurgau bist. Vielen Dank, Ralf Neff. Danke vielmals.